Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und noch knapp 10.000 Punkte. Dann haben wir hier den Stadtgipfel endlich auch auf, was ist welchen Level eigentlich? Level 8, ne? Bis Level 10, glaube ich, geht's ja. Und aber das soll heute mal nicht Thema sein, sondern wir haben unser Pethaus fertig. Und nicht nur das, ich habe heute mal ein bisschen umgerüstet, so dass ihr wahrscheinlich wieder ein bisschen Ingame-Sound hört und ich das Ganze diesmal auch höre, denn normalerweise höre ich das nie, aber ich habe heute mal so ein bisschen umgebaut hier und habe ein paar Stöpsel in den Ohren, um selber mal den Ingame-Sound mitzubekommen. Ich glaube, das ist manchmal, gerade wenn man ein bisschen was live machen will, in jedem Fall so ein bisschen besser. Ich glaube, wenn ich euch das lauter stelle, dann wird das auch für euch lauter. Ja, in der Tat. Okay, ja, das ist cool. Dann kann ich das noch ein bisschen regeln. Aber worum geht es eigentlich? Ja, es geht hier um das Pethaus. Ich habe das Pethaus endlich fertig. Also ich habe jetzt nicht noch die nächsten 15 Tage und 9 Stunden mit Goldpass gewartet, damit ich das Pethaus hier fertig bekomme, sondern wir haben es am Wochenende einfach hochgemacht. Das heißt, wir hatten noch eine Rune, wir hatten noch einen Hammer und somit haben wir jetzt alle Pets freigeschaltet. Und ihr seht auch, das sieht man hier immer an außen, welches Pet gerade levelt, ist dementsprechend draußen. Also bei mir levelt im Moment Diggi. Das haben ich und die Zuschauer so ein bisschen festgelegt. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, welches Pet kommt zu welchem Helden. Ich meine, fast außer Frage steht, dass das Pony immer mit zur Queen kommt. Warum auch immer, das kann man sicherlich auch anders machen. Aber bei den anderen Pets muss ich sagen, Diggi gehört tatsächlich, würde ich sagen, zu Frosty. Und entweder die Giftechse zum Warden, der Phönix beim King, da kann ich schlecht was zu sagen. Vielleicht den doch dann eher zum, weiß ich nicht, wie würdet ihr machen? Deswegen, ich weiß echt nicht, welches Pet zu welchem Helden, aber wir probieren die mal aus, denn gerade der Frosty, habe ich festgestellt, hat so ein bisschen sein Eigenleben. Ich habe das heute schon mal probiert, hier in den Einzelspielermissionen, die ich auch noch nicht geschafft habe. Wir greifen die mal an und habe dort gesehen, dass wenn ich zum Beispiel den Warden mit der Giftechse spiele, dann geht die Giftechse immer genau darauf, wo der Warden auch drauf geht. Ja, also ihr seht und hört das hier auch. Ja. Und das macht den natürlich nochmal eine Ecke stärker. Das heißt also, alles, was er hier macht, geht mit auf den Schaden. Und das ist leider bei den anderen Pets nicht so. Wir gehen nochmal rein. Und zwar hier in die Einzelspielermission und nehmen wir jetzt den Frosty mit, beziehungsweise der Frosty hängt im Moment ja am Roll Champion, aber der Roll Champion geht ja erstmal nur auf Verteidigungsgebäude und der Frosty, der geht auf alles. Ihr seht das, passt auf. Seht ihr, der geht hier auf das Lager da und jetzt wechselt er. Ein bisschen doof, ne? Der geht immer, ja, der hat so ein bisschen so sein Eigenleben. Okay. Der hat so ein bisschen so sein Eigenleben. Und den King und das Phönix-Ei, da kann ich jetzt, muss ich sagen, eher ganz, ganz wenig zu sagen. Denn auch das ist vielleicht nicht die optimale Kombi, aber im Moment habe ich halt den Digi nicht. Den Digi wollen wir erstmal leveln. Wie würdet ihr überhaupt bei dem Leveln hier vorgehen? Würdet ihr jetzt erstmal jedes von den neuen Pets auf 5 bringen und dann einzeln auf 10? Oder sagt man lieber, komm, wir machen jetzt einen auf 10 hoch, zum Beispiel den Digi, und machen dann weiter. Im Moment sind die Laufzeiten ja noch eher gering, mit 2 Tage 9 Stunden. Das ist alles mit Pass. 2 Tage 9 Stunden und der Frosty braucht ja schon ein bisschen länger, 3 Tage 4 Stunden. Schwierig, ist immer sehr, sehr schwierig. Und ich weiß auch nicht, Gem oder Bücher, da muss ich mir selber mal noch ein bisschen eins werden. Aber immerhin haben wir jetzt alle Pets und ich bin eigentlich super, super gut zufrieden hier, was der Fortschritt der Base auch angeht. Wir haben hier unsere Infernos am Laufen, wir haben die erste Luftabwehr am Start, wir haben die Kampftürme komplett fertig, beide. Und ich muss sagen, das sieht man auch, dass auch viele andere die Kampftürme schon fertig haben. Denn es wird echt nicht einfacher. Ihr seht das hier in der Verteidigung gegen die Nummer 1 mit knapp 38% nur. Aber die Armee ist auch wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also ich hinterfrage ja sehr, sehr oft
ich hinterfrage ja sehr, sehr oft bei uns die Armeen, aber ja, seht selbst und schwierig. Vielleicht war das auch nur seine Farmarmee und er hat jetzt einfach angegriffen damit. Also erstmal hier den, ja, da so ein bisschen das Loch gemacht. Jetzt weiß ich nicht, warum er das hier hinten, warum er hier einfach so die Magier raushaut. Ich meine, die Magier, das sind jetzt keine Tanks, ne? Das sind einfach nur Magier. Und deswegen weiß ich an der Stelle gar nicht, wieso er da jetzt so rauskommt. Aber er wollte wahrscheinlich ganz gut funneln. Und er hat hier den Oily am Royal Champion. Okay, levelt er vielleicht auch gerade was anderes. Aber jetzt geht es hier auch schon rein in die Base. Und aber viel, viel weiter kommt er auch nicht. Denn Giftturm 1 ist schon ausgelöst und der gibt einiges hier. Giftturm 2 jetzt auch schon ausgelöst. Und jetzt laufen die natürlich nach. 50 Sekunden hat er jetzt Zeit, damit die nicht nochmal auslösen. Einen hat er schon down bekommen, muss jetzt allerdings ein bisschen weiter kommen. Und kommt oben ja jetzt noch mit der Kaserne raus. Die war jetzt auch ziemlich spät gespielt. Und so sind das hier echt wenig. Nur ein Stern. Und mit auch noch fürchterlich wenig Prozente. Naja, ich meine, gut für uns, wenn der Gegner so angreift. So brauchen wir erstmal im ersten Angriff, ich sag mal, locker nur die zwei Sterne rausholen. Und man guckt ja immer so ein bisschen auch, wie weit ist der Gegner mit seiner Base. Aber ihr seht das selber, der Giftturm immer noch am Leben. Jetzt kommen da noch ein paar Valkyren raus. Jetzt ist der zweite Giftturm auch erst weg. Und aber die Valkyren bringen hier jetzt auch nicht mehr viel. Frau Pecker überlebte am längsten, dank der Multi-Infernos. Vielleicht sollte er da doch einen auf Single stellen, aber eigentlich eine gute Death, würde ich sagen. Und man guckt ja dann immer bei seinem Gegenüber oder überhaupt beim Gegenüber. Im Moment ist ja der Basti oben und oh, eine schöne Ringbase. Da muss ich mir einfach nochmal gleich ein Video von Izo reinballern, wie man denn so eine schöne Ringbase hier am effektivsten macht. Und aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal in den normalen freien Kampf rein, wie wir das am Wochenende auch gemacht haben, und gucken, dass wir da eine Base haben, die so ein bisschen auch zu uns passt. Ich habe im Moment die Luftarmee am Start, das heißt, wir nehmen auch selber Luft hier mit. Ich wechsle immer so ein bisschen ganz gerne. Der hatte jetzt gerade die Kampftürme draußen auch. Und dann suche ich immer ganz gerne was raus, was auch so ein bisschen so auf meinen Standard ist. Also wenigstens mit Monolithen und mit den Kampftürmen. Auf was die dann stehen, das ist mir egal, ob die dann auf, so wie hier, auf noch, ja, wie stehen die eigentlich hier? Die stehen so, warte mal, da ist der Adler. Ja, können wir mal machen. Können wir ein bisschen rumgehen. Was haben wir hier? Ah ja, okay, am King haben wir jetzt den Phönix und an der Queen haben wir nach wie vor das Pferd, alles klar. Dann nehmen wir hier den King, wir nehmen ihn hier raus, wir nehmen sie hier raus. Und zu einer gegebenen Zeit nehmen wir natürlich auch den Royal Champion hier mit rein, dass wir hier Richtung Adler so ein bisschen kommen. Zum Beispiel jetzt. Ja, und da hängt der Frosty dran. Wie gesagt, der Frosty hängt irgendwie am allen. Aber die beiden gehen auf jeden Fall schon mal rein. Der King geht da hinten seinen eigenen Weg. Perfekt. Und mal sehen, da ist ja das Ei hinter. Ich nehme mal die Fähigkeit. So lange, bis er dann gleich stirbt, dann müsste er ja nochmal wieder erwacht werden. Da ist er nochmal. Jawohl. Kommt noch fast bis zum Monolithen. Auch nicht schlecht. Der Royal Champion ist immer noch dabei. Okay. Und meine Queen schnappt sich jetzt den Monolithen. Perfekt. Sehr schön. Dann können wir von hier auch weitermachen. Mit unseren Drachen. Können die über die Front hier kommen. Die Drachen hinterher. Gehen gleich. Einmal den hier. Und wir nehmen das mit rein hier. Gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen frosten jetzt. Können ruhig noch mal ein bisschen wuten. Einmal da und einmal da. Nehmen. Ja, wir nehmen die jetzt mal ruhig. Alter! Habt ihr das gesehen? Wie viel das gerade waren? So, da noch mal der Frost. Und die Drachen drehen sich hier auch noch mal um. Perfekt. Sehr schön. Hier noch mal den Frost.
Da haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht. Rathaus haben wir leider nicht gekriegt. Wollen wir aber auch nie haben. Wir wollen ja mal den Loot haben. Und der liegt bekanntlich außen. Kommen wir noch bis zum Lager dort. Ja, die Pets sind auf jeden Fall alle weg. Auch von ihm hier. Wie gesagt, ob die jetzt wirklich so gut verteilt sind auf den Helden, weiß ich noch nicht. Das teste ich heute noch mal im Laufe des Tages an. Aber so kann man es in jedem Fall machen. Ich meine, beim Farm ist es wahrscheinlich sowieso jetzt nicht so tragisch. Ich kriege jetzt ein paar Pokale, muss gleich eh wieder droppen. Nicht, dass ich plötzlich mal einen schlechten Tag habe und aufwache und bin in Legende reingepusht, weil die Leute an meiner Base verloren haben. Okay, so sieht es ganz gut aus. Und ja, können wir nochmal nachbasteln. Ich habe die Mauerbrecher nicht. Okay, die brauche ich eigentlich immer. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Dunkles ausgegeben, aber das nächste Dunkle müssen wir mal gucken. Entweder forschen wir hier im Labor was Dunkles oder eine Elex-Truppe. Ich habe noch einen Hammer, also ich habe noch ein Schwert. Und was ich euch in jedem Fall verraten kann, ich habe ja auch noch einen Zauber. Ich habe aber kein Zauberbuch mehr, aber im nächsten Pass, das seht ihr hier, schon mal gespoilert, die Clanspiel-Rewards. Also es gibt ja leider ein Zauberbuch, kein Heldenbuch, kein Truppenbuch und auch keinen Hammer. Schade. Aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt durch. Ich gucke nochmal genau nach. Nicht, dass ich euch irgendwelchen Mist erzähle. Aber ich glaube, wir dürfen das heute schon spoilern. Ich meine, ihr wisst das sowieso aus anderen Foren oder sonst woher. Aber ich gucke mir das Bild nochmal an. Und es gibt tatsächlich nur ein Buch, aber es gibt eine dunkle Rune, Leute, die ist ja auch nicht schlecht. Es gibt einen Bauarbeitertrank, es gibt Ressourcentränke, also alles das, was man echt super, super gut gebrauchen kann. Oder auch den Trank, den Supertruppentrank, finde ich sehr, sehr nice. Und es lohnt sich auf jeden Fall, an den Clan-Spielen dabei zu bleiben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Habe ich jetzt eigentlich nachgebaut? Ah ja, ich habe nachgebaut. Okay, ich habe nachgebaut. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Rest.